So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir machen heute mal das, was der BisaFanTV immer so gern gemacht hat. Wir nehmen uns irgendeine dreckige Seite. Na, die ist natürlich nicht dreckig, das ist natürlich hier. Go Games und ihr wisst, Go Games, die haben immer die besten News, die besten Infos aus erster Quelle. Genau wie BisaFanTV natürlich. Das ist aber was anderes, denn wie BisaFanTV letztens ja berichtet hat, Kyurem wird der neue Raid-Boss. Und den Bericht, der ist jetzt schon Monate alt und er hat einfach gesagt, als nächstes in die Fünfer Raids kommt Kyurem und dann kam dazwischen einfach noch 10 andere. Und jetzt irgendwann ist angekündigt, dass Kyurem halt irgendwann ins Spiel kommt, aber erstmal Regiram und so. Es ist also alles noch unbestimmt, ob direkt nach Regiram Kyurem kommt und diese andere Vogel oder... Man weiß das nicht, aber er sagt halt immer, das ist der nächste, fertig. Und er gibt 100% darauf, dass das so ist. Aber ist ja meistens nicht so. Das ist heute was anderes, denn das ist ein äh, Data-Mine-Fund vom 29. Mai, also von heute direkt. Und das war interessant. Da möchte ich was dazu sagen. Da habe ich auch eine Meinung dazu. Deswegen möchte ich mir das mal angucken mit euch. Denn was wurde denn gefunden? Pokémon Go Data-Mine, 29. Mai, Pinsier, Raids und mehr. Jetzt steht nochmal da natürlich, dass das alles nicht offiziell bestätigt ist, es sind lediglich Funde aus dem Code des Spiels oder der Game Master-Datei auf den Servern von Niantic. bla 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 bla. Aber als erstes wurde was gefunden, ein Hinweis zu einem pinsir raid tag Da weiß ich jetzt schon nicht, was ich davon halten soll, weil ich habe Pinsir schon in Shiny. Okay, jetzt kann ich nicht von mir ausgehen und kann sagen... Brauche ich nicht, also ist der Raid-Tag sinnlos. Es gibt vielleicht viele, denen fehlt Pinsir als Shiny. Die finden Pinsir an sich cooles Pokémon. Ich sage nur Hong und so weiter. Der feiert Pinsir ja sowieso übertrieben. Und die würden auch so einen Raid-Tag richtig hart feiern. Aber allgemein, ich weiß nicht. Ich kenne Raid-Tage von früher. Die waren richtig gehypt, das war richtig spektakulär. Es hieß hier als Bonus, Lavados Raid-Tag. Alle sind los, haben Lavados geradet, weil sie einen Shiny wollten. Alle sind los, haben Arctos geradet. Alles sind los, haben Zapdos geradet. Das waren legendäre Pokémon. Die gab es die ganze Zeit nicht. Und dann wurden die als Shiny eingeführt mit dem Raid-Tag. Die Leute sind los, haben 20, 30 Raids gemacht in den drei Stunden, sind komplett ausgerastet. Aber Pinsier? Pinsir ist ja trotzdem nicht neu als Shiny. Pinsir gibt es ja schon als Shiny. Man kann Pinsir schon als Shiny haben. Dann ist Pinsir auch nicht legendär. Pinsir ist auch nicht so krass und stark wie die anderen. Ich wüsste nicht mal, wann ich das letzte Mal ein Pinsir benutzt habe für irgendwas. Und ich glaube nicht, dass wirklich an einem Pinsir Raid-Tag die Leute jetzt losgehen und 20, 30 Raids am Stück machen. Für Pinsir. Ich glaube, dafür ist, sind dem bestimmt die Pässe zu schade. Ich meine, damals das waren legendäre, die wurden von Stufe 5 auf 4 runtergeschraubt, man hat das mitgemacht, das war richtig genial, aber Pinzier von Stufe 3 auf Stufe 4 setzen und dann sagen, so, hier habt ihr 5 freie Pässe. Ich denke mal, ich werde dann die 5 freien Pässe machen, aber dieses ganze Feeling von einem Raid-Tag fehlt halt dann irgendwie. Das war ja wie bei Labras. Labras war ja auch dann einer, der zwischendurch reinkam, den es vorher schon als Shiny gab. Der auch keine Weiterentwicklung hat, was so ein eigenständiges Pokémon ist, was nicht legendär ist. Und ja, da waren die Leute auch nicht so gehypt, sag ich mal. Vielleicht ist das bei euch anders, vielleicht sagt ihr, Pinsir, richtig krass, ich mache auch 1000 Raids, wenn's sein muss. Ich verstehe nur nicht, wie so zwischendurch dann immer Pokémon reinkommen, die es ja eh schon gibt als Shiny. Hätten sie jetzt was ganz anderes eingeführt? Irgendwas Cooles, was auch nur eine Entwicklung hat. Hätten sie, hätten sie einen äh, Nocturne Raid Day gemacht. Oder einen Nocturne Kikli Capoeira Raid Day. Wo diese drei Pokémon verstreut sind. Und ihr könnt die raiden, so wie sie diesen Starter Raid Day mal gemacht haben. Das wäre was anderes. Das wäre in dem Sinne neu. Aber gut, die sind vielleicht noch unnützer als Pinsir Pinsir ja trotzdem ein guter, äh, gutes Käfer-Pokémon zum Angreifen. Ich weiß trotzdem nicht, was ich davon halten soll, wenn das kommt. Und ich denke mal, es wird kommen. Natürlich. Wir wissen noch nicht, wann es kommt. Aber es wird auf jeden Fall kommen. sage ich mal, ist ja wie der Labras Raid, der wurde ja auch angekündigt und er kam dann. Aber Pinsir... Hmm, bin ich jetzt nicht so gehypt? Würde ich jetzt wieder nur spielen. Damit man einfach dabei war und damit man mitgemacht hat, aber nicht, weil ich es unbedingt brauche. Und die fünf freien Pässe kann man ja sowieso machen, aber darüber hinaus ist, glaube ich, kein. Äh, braucht man nicht, keine Ahnung, ist kein Elan da. Ach so, die haben auch eine Meinung dazu, das habe ich mir gar nicht durchgelesen. Was genau für ein raid mit Pinsier spricht, können wir selbst nur spekulieren. die Pinsier wurde bereits am 3.11.2018. Alter eineinhalb Jahre in Pokémon Go veröffentlicht und erschien im Rahmen der Safari-Zone Taiwan weltweit. Ja, genau. Das einzigste, was halt sein kann, ist, dass Pinsir auch eine exklusive Attacke wiederbekommt, was sicherlich dann für die PvP, also die Go Battle League, wieder interessant ist, aber irgendwie in letzter Zeit alles, was sich so tut, dreht sich um die Go Battle League. Da wird so viel Gewicht reingelegt, aber so viele sind trotzdem auf dem Raid Fuß und sagen, ich will Pokémon raiden, ich will Raid-Pokémon, ich brauche starke Pokémon. Die wissen die Attacken und das gar nicht zu schätzen, jetzt auch wie Groudon mit Feuerschlag. Was ist das? Das schicke ich weg. So ein Dreck. Ich will Groudon mit Bodenattacken, das ist mein Bodenangreifer für Raids. Für PvP ist natürlich überraschend. Aber da spaltet sich halt so ein bisschen die Gemeinde. Dann habt ihr nochmal Infos zur Nostalgie. Also zum Nostalgie Herausforderungsticket. Ihr wisst ja alle, die jetzt die Nostalgie abgeschlossen haben, die die vier Regionen, die können kostenlos diese Champ der Nostalgie Herausforderung machen. Diejenigen, die nicht alle abgeschlossen haben, können sich ein Ticket kaufen, wo es dann also auch Genesekt geben wird oder so, obwohl es Genesekt ja trotzdem schon in der Genesekt Forschung gab mit Ticket. Weiß ich auch nicht, wieso sie das nochmal reinmachen. Das ist wie wenn ihr jetzt euch ein zweites Mew holen könnt. Obwohl, das ist nicht vergleichbar, ich weiß. Ne, Genesekt sollte eigentlich in die, in die X-Rates kommen. Mal. Genauso wie Rigi Gigas. Rieke Gigas, erst Ticket, dann X-Rates. Hat ja geklappt. Aber zusätzlich könnt ihr ja nun ein Ticket kaufen, auch wenn ihr kostenlos die Forschung machen könnt, wo ihr die gleichen. Belohnungen kriegt und anstatt den Pokémon-Begegnungen jeweils dann 10 Bonbons für diese Pokémon. Da weiß ich auch nicht, soll ich das kaufen, soll ich das nicht kaufen? Die normale Champ-Herausforderung habe ich ja dann kostenlos. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Ich hoffe, ihr wart da fleißig und habt alles mitgemacht. Wenn nicht, kauft ihr euch das Ticket. Da gibt es sicherlich wieder eine Medaille dabei. Jetzt weiß ich nicht, wenn man eine Medaille kriegt für die Champ-Herausforderung, ob man für die Feier der Nostalgie dieses zweite Ticket, was auch die kaufen können, die alles gemacht haben, noch eine Medaille bekommen. Wenn das aber die identische äh, Spezialherausforderung ist, dann müsste ja auch die Medaille zweimal gleich aussehen. Beziehungsweise gut, im Endeffekt steht einmal Champ. Der Nostalgie und bei dem anderen Feier zur Nostalgie. Und das ist der Unterschied. Aber 8 Euro nur für eine Medaille zu bezahlen ist auch ein komisches Thema. Ich weiß nicht. Würdet ihr 8 Euro bezahlen nur für eine Medaille, wenn ihr alles andere schon habt? Schreibt es mal rein. Dann wird die Freundesliste noch ein bisschen. Kann man. Äh ah! Der Adi, der kommt hier einfach an und bringt einen schon wieder um. Nein, die Freundschaftsliste, da werden auf jeden Fall noch ein paar äh, Begriffe aus, äh, äh, aktualisiert hier. table also den, den man ein Geschenk schicken kann, kann man dann noch neu machen. Habe ich mich noch gar nicht reingelesen, ich gehe eh mal jeden und alles durch. Was hier aber auch noch dabei steht, ist ein Latias und Latios Wochenende. Und das ist ja auch eine Sache, das gab es ja auch schon. Damals war das zwar trotzdem cool, weil wir mussten, wir wussten Latias, Latios... Legendär, super, richtig krass. Da bin ich damals mit Pupsi, Extreme und Kenny. Wir sind nach Ilmenau gefahren. Wir haben dann eine Raid-Tour gemacht. Wir haben das Wochenende da geradet. Haben ein fettes Video dabei gemacht. habe ich Shiny bekommen. Haben alle anderen Shiny bekommen. Dann kam das andere. Das war auch wieder so. Es war das erste Mal als Shiny da. Man ist los. Man hat das geradet. Man hat da mitgemacht. Jetzt am Wochenende. Wenn so ein Wochenende kommen würde. Und es gibt keine freien Pässe, hätte für mich das auch jetzt wieder nicht so den Anreiz. Ich meine, gut, es ist nicht so wie Lukia, was schon zehnmal da war, es ist dann halt einfach nur das zweite Mal, dass sie zurückkommen. Viele haben die sicherlich auch nicht, viele freuen sich bestimmt, für die ist das alles neu, aber ihr seht, als aktiver Spieler hat man oftmals keine Ziele mehr und alles ist so. Ja, unbrauchbar, würde ich nicht sagen, aber es flasht einen halt nicht mehr so. Och, Adi hier. Ruhig dich doch jetzt mal. Deswegen. Ich glaube aber, na gut, es ist immer noch cooler als Pinsier in dem Sinne. Das sind wenigstens fünfer Raids, die man machen kann. Aber sie hat wenigstens fünf freie Pässe und man kann an einem Tag direkt bam bam bam, fünf hintereinander machen. Deswegen weiß ich nicht, was besser ist. Was von den Leuten, die wirklich schon alles haben, die Shiny Pinsier haben, die Shiny Latias und Latios haben. Was findet ihr trotzdem besser? Auf was freut ihr euch mehr auf das Wochenende mit den zwei Drachen oder auf den Pinsia Raid Day? Schreibt's mal in die Kommentare. Und dann sind natürlich noch ein paar Sachen gefunden worden für die nächsten Community Days. Ihr wisst ja, im Juni soll ja Honliu kommen und im Juli dann also Nebulak. Mir war persönlich nur wichtig, dass Honlio das Rennen macht. Ob als zweites Sandan oder Nebulak kommen, war mir eigentlich auch egal. Und. Hier sind auch Textdateien zu finden, dass hier wieder dasteht. Five Surprise Encounters with Ghastly in Pokémon. Ach, in Go Snapshot und Five Surprise Encounters with Weedle. Das heißt, wie sonst auch an den Community Days in letzter Zeit, könnt ihr dann wieder fünf Fotobomben machen und bekommen da Begegnungen mit besonderen. Ich kann so nicht reden, wenn der die ganze Zeit im Hintergrund randaliert. Ich sehe ja nicht mehr. Ach, der hüpft über den Tisch und, und schmeißt einfach alle Sachen vom Tisch runter. Das ist aber schön. Adi! Adi Schatz! Alles Gute! Ja, dann halt nicht. So. Das ist auf jeden Fall cool. Das heißt, da fünf Schnappschüsse, da fünf Schnappschüsse. Dann habe ich bestimmt auch irgendwann mal die 200 voll bei der komischen Schnappschussmedaille. Die, die nervt so sehr, das zieht sich so und ich habe keinen Bock jeden Tag äh, Farbigel zu suchen. Das ist auf jeden Fall aber interessant. Das wird sicherlich alles so kommen. Wann es kommt, wissen wir eben nicht. Aber Pinsir, Latios, Latias. Hm. Ich hätte mir irgendwas Neues gewünscht. Wenn wenigstens der Raid Day mit einem neuen Pokémon wäre. Oder wenn wenigstens... Hätten sie ein Raid-Wochenende gemacht mit Palkia und Jalga. Das ein Wochenende ist das kurz da. Und am nächsten ist das kurz da. Das wäre doch übelst genial gewesen. Die Leute wären übelst gehypt gewesen. Einfach nur kurz mal so. Die können sie ja dann irgendwann nochmal richtig bringen, aber einfach jetzt mal für zwischendurch sowas reinwerfen. Dieser Zusammenhang, dass die zwei einfach kommen ohne Zusammenhang, dieser Zusammenhang ohne Zusammenhang, ist halt kein Zusammenhang deswegen. Aber egal, die werden schon wissen, was sie machen. Meistens wissen sie es nicht. Schreibt ihr mal eure Meinung dazu rein, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt, was eure Meinung ist. Und das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.